Kommen wir zu so einer kurzen Geschichte der künstlichen Intelligenz. Ja, das ist praktisch abgeschrieben von der Wikipedia-Seite zu dem Thema. Ja, das heißt, wenn Sie das nochmal richtig lesen wollen, lesen Sie sich einfach die Wikipedia-Seite durch. Aber ich habe da so ein paar Kommentare immer zu und erzähle es mal so mit meinen eigenen Worten. Aber die Aufstellung war sehr gut und da habe ich jetzt die Überschriften nicht geändert. Ja, also wann ging es denn los mit der künstlichen Intelligenz? Das war so 1952 bis 1956, sagt Wikipedia. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht besser. Anfänglichen Sachen sind Schachprogramme von Claude Shannon, dem wir noch begegnen werden, das ist der Vater der Informationstheorie, und Alan Turing, den wir schon gesehen haben. Die haben also Schachprogramme geschrieben. Und die haben das nicht zu Hause an ihrem Laptop gemacht, die haben das auch nicht zu Hause an ihrem Desktop-Rechner gemacht, die haben das mit Papier und Bleistift sich überlegt, wie man eine Maschine machen müsste, damit sie Schach spielt. Sie haben sich also praktisch theoretisch trocken ein Computerprogramm überlegt, ja, wie man es machen müsste. Was muss man denn machen? Welche Operationen? Und sind die Operationen irgendwie machbar? Ja. Und im Prinzip, die Papers kann man sich downloaden und lesen. Und es steht also drin, was man machen muss. Da sind die grundlegenden Ideen, werden da alle erklärt. Dann gibt es das erste neuronale Netz. Das hat mich sehr verblüfft. Das ist von Marvin Minsky und einem Herrn Edmonds. 1951 hatte den wunderbaren Titel Snark. Und damals hieß neuronales Netzwerk nicht irgendwie was im Computer, sondern das bedeutete Electronics Workshop, ja, also Elektrowerkstatt am MIT. Da sitzen ganz viele Leute und die löten irgendwelche Sachen zusammen und bauen Hardware. Ja, und da wurde halt dann eine Hardware zusammengebaut, die im Prinzip sowas macht wie ein neuronales Netz, was wir noch kennenlernen werden. Okay? Samuel, ein Mitarbeiter von IBM, und IBM, wissen wir vielleicht, was das heißt? Das heißt International Business Machines. Das heißt, die waren, bevor die Computer gemacht haben, die haben schon immer irgendwelche Sachen gemacht fürs Büro. Unter anderem auch mechanische Rechenmaschinen, Schreibmaschinen und sowas alles. Und die hatten allerdings dann auch früh Computer und sind da sozusagen umgestiegen. Und der Arthur Samuel hat damals ein selbstlernendes Dame-Programm geschrieben. Checkers heißt Dame. Ja? Checkerboard ist ein Schachbrett. Und dieses Dame-Programm hat selber gelernt und ist selbstständig besser geworden. Ja? Auch wieder 1952, absolute Pionierarbeit. Und war das dann auch ein Deep Blue Checker Programm mit Millionen von Euros, um das zu finanzieren oder sowas? Nee, das hat er so in seiner Freizeit gemacht. Ja, wenn kein anderer den Rechner benutzt hat, hat er seine Checker Programme mal laufen lassen und da ein bisschen drin rumgespielt. Das war also so ein Hobbyprojekt, so ein bisschen. Ja. Und das Faszinierende ist, er hat das dann über die Jahre immer weiterentwickelt. Er spielt selber gar nicht so gut Dame, aber das Programm war irgendwann besser als er und das Programm war irgendwann auch besser als professionelle Spieler. Ja, das ist unheimlich faszinierend, ja, wenn man das dann sieht. Weil zu dem Zeitpunkt denkt man natürlich, naja gut, solche schlauen Spiele, sowas so Gegenspielen und so, das ist natürlich intelligent oder so. Aber jetzt plötzlich habe ich ein sogenanntes Elektronengehirn und das macht das auch. Ja, also sozusagen ein totes Stück Materie kann sozusagen besser Dame spielen als ich. Ja, das ist irgendwie schon faszinierend. Weiter gibt es Neil Simon, das sind auch so Leute, die haben Logic Theories gemacht. Das war so ein Programm. Es gibt an amerikanischen Universitäten gibt es am Anfang solche SAT-Tests, solche Tests, um in die Uni aufgenommen zu werden. Da gibt es auch so Logiktests und so ein paar Matheaufgaben. Und dieses Programm konnte einen Teil dieser Aufgaben lösen. Ja, konnte also einen Teil von diesen Matheproblemen selbstständig lösen. Ja, sehr faszinierend, dass das geht. Und dann gab es die sogenannte Dartmouth-Conference. John McCarthy, ich glaube im Jahr 2011 erst gestorben, mit über 80 Jahren, damals als ganz junger Professor am Dartmouth College, hat ein Summer Project beantragt und hat Geld beantragt, ein paar Wissenschaftler zusammenzuladen, sodass sie über den Sommer mit ihm zusammen an ein paar interessanten Fragen arbeiten. Ja? Und in diesem Projekt sozusagen hat er dann gesagt, was wir machen, was uns interessiert, das nennen wir ab jetzt Artificial Intelligence. Ja, das ist also, wo der Name entstanden ist. Den hat also John McCarthy diesem Projekt gegeben. Und in dem Antrag, den können Sie auch nachlesen, da steht dann drin, ja, es sind 4 Wochen, der soll kommen, Marvin Minsky soll kommen und Claude Shannon und so weiter. Die ganzen Leute, die hinterher Big Names auch waren in diesem Gebiet sozusagen, die waren alle bei diesem Summer Project da und haben sich dann über, in den amerikanischen Universitäten ist ja dieser Summer Term, ist praktisch frei, das sind irgendwie so ein paar Monate, wo dann kein Lehrbetrieb ist, da haben die sich zusammengesetzt und zusammen programmiert und Sachen ausprobiert und eine Menge Pizza gegessen wahrscheinlich auch. Und
In dem Antrag steht dann drin, ja, wir wollen Artificial Intelligence machen, bla bla bla, gibt es ein paar Probleme, Natural Language Processing, Computer Vision, dies und dies und dies. Wir tippen, das kann man so in 2 Wochen machen, das kann man in 1 Woche machen und die haben das so abgeschätzt und so und haben sich damit natürlich völlig verschätzt, wie schwierig die einzelnen Probleme waren. Ja, das ist also bestimmte Probleme, wo die sagten, das machen wir dann innerhalb dieser 3 Monate sozusagen, sind erst vor kurzem gelöst worden sozusagen. Da haben sie sich also um 40 Jahre verschätzt. Trotzdem ist es natürlich toll. Das waren junge Wissenschaftler, die haben sich einfach zusammengesetzt und haben gesagt, hey, wir machen was Neues, was niemand macht und wir legen einfach los. Und da ist also ein ganzes Gebiet raus entstanden. Insbesondere kamen danach die Golden Years. Also jeder, der schon mal einen Computer gesehen hat, ja, damals und gedacht hat, naja gut, das braucht man halt irgendwie für Ingenieurberechnungen oder sonstige Sachen, der war natürlich fasziniert davon, dass man diese großen Röhrencomputer auch programmieren konnte, um die Aufnahmeprüfung bei einer Universität zu bestehen oder um Dame zu spielen oder, ja, um Schach zu spielen. Das war ja, das ist Sci-Fi, ja, das ist Wahnsinn, das muss man sich vorstellen. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist einfach, das setzt natürlich Fantasie frei, auch unter den Sponsoren sozusagen. Insbesondere ein großer Sponsor der amerikanischen Universitäten ist immer das Militär. Ne? Die schmeißen denen das Geld ja dann nur hinterher sozusagen, wenn es da irgendeine neue Technologie gibt, die irgendwie Überlegenheit produzieren könnte sozusagen. Gut, danach kamen die sogenannten Golden Years. Das war also alles well funded. Anfänglich, die sind beide ans MIT gewechselt, Marvin Minsky und John McCarthy. Und nach einer Weile sind die aber ein bisschen divergiert in ihren Interessen und John McCarthy ist nach Stanford übergewechselt und hat dort das dortige AI Lab gegründet praktisch. Und dann gibt es an der CMU, ich meine, das müssen wir mal nachlesen, Newell Simon, ich meine, die werden von der CMU. Und er hat dort im Jahr 1958 mehrere tolle Sachen erfunden, unter anderem die Programmiersprache Lisp. Und die Programmiersprache Lisp ist die Programmiersprache, die Sie gerade gesehen haben von meinem Editor. Das ist also die älteste Programmiersprache, die man immer noch benutzt, die nie altmodisch wird. Ja, das ist sehr faszinierend. Die anderen Sprachen aus der Zeit wurden irgendwie durch neue Ideen überkommen. Und es gibt eine These, die behauptet, alle Programmiersprachen konvergieren gegen Lisp sozusagen. Das ist die einzig wahre. Wenn Sie Logik kennen, so ein bisschen mathematische Logik, Lisp basiert auf Lambda-Kalkül. Das ist also Lambda-Kalkül umgesetzt im Computer. Ja? Und damit kann man letztendlich dann auch alles programmieren, was man möchte. Um die Projekte geschickt zu organisieren, hat er dann nochmal along the way Timesharing erfunden. Timesharing bedeutet, Sie gehen auf einen Rechner drauf und können mit mehreren Nutzern gleichzeitig darauf rechnen. Das war früher was ganz Besonderes. Früher war das eher so, da gab es halt den großen Computer, der war irgendwie angeschafft, der stand in dieser großen Halle, da standen die großen Generatoren neben und irgendwann waren sie dran, dann konnten sie aus ihrem Büro den Stapel Lochkarten nehmen und konnten da hingehen und konnten das Ding dann irgendwie durchrattern lassen und bekamen dann ihr Ingenieurergebnis oder sowas. Timesharing bedeutete, sie konnten da per Terminal draufgehen von ihrem Büro aus und sie können da sozusagen gleichzeitig mit mehreren Leuten drauf arbeiten. Das heißt, der eine unglaublich teure Prozessor kann also mehrere Leute gleichzeitig verwalten. Das war eine riesige Innovation, die war so riesig, dass da die Firma DEC wurde dann gegründet, die das kommerzialisiert hat und Computersysteme da hergestellt hat. Das war für John McCarthy so eine Nebenerfindung, die man so brauchte halt, um die anderen Sachen zu machen. Zum Beispiel seinen Advice Taker. Das ist so ein Programm, das hat er jetzt gar nicht so konkret umgesetzt, aber es gibt halt dieses Paper und es geht halt darum, um Programs with Common Sense. Das heißt, er denkt da schon sehr weit. Er ist also jenseits vom Schachspielen. Er möchte wirklich gerne so Allgemeinbildung da reinbringen, so allgemeines Wissen. Natürlich muss ich die Tür aufmachen, wenn ich da durchgehen möchte. Die kann ich nicht zulassen. Das ist Common Sense. Ja? Oder ich muss die Klinke runterdrücken, wenn ich rausgehe. Oder solche Sachen. Oder wenn ich an der Tür stehe, wo drauf steht, hier ziehen, dann darf ich nicht drücken. Oder sowas. Ja? Das sind Sachen, wo wir vielleicht manchmal auch noch dran scheitern. Und Common Sense ist also das, was er irgendwie auch versucht hat zu mechanisieren. Und da hat er im Prinzip sein ganzes Leben dran gearbeitet danach. Dann. Ja, das ist also sehr interessant. Dann gibt es Wedrow und Hopf und Rosenblatt. Das ist ein anderer Ansatz. Das sind also nicht so Logiker, sondern das sind eher Elektroingenieure und die haben eher von diesen Snark weiterentwickelt. Die haben also eher sozusagen Schaltkreise gemacht, inspiriert vom menschlichen Gehirn. Ja, man muss das alles gemeinsam sehen. Auch damals ist natürlich die Neuroscience entstanden. Das heißt, man hat erstmalig Nervenzellen sich angucken können genau und hat irgendwie verstanden, dass da Ströme drin fließen und irgendwie versucht, mit einer mathematischen Funktion zu beschreiben, wie die funktioniert, so eine Nervenzelle. Dass es da so ein Threshold gibt, so ein Potenzial, was man erreichen muss und dann feuert die und solche Sachen. Und diese Leute haben gesagt, also gut, wenn wir künstliche Intelligenz haben wollen, dann müssen wir halt das Gehirn nachbauen. Wir machen das jetzt mit Kabeln und basteln da was.
Und das ist sozusagen das, was heute Deep Learning ist. Das sind sozusagen genau die Ansätze, die Ideen, die damals gemacht worden sind. Das ist genau Deep Learning heutzutage. Das sind genau die Sachen, die zurzeit am besten funktionieren. Ja. Und dann gibt es noch den General Problem Solver. Das ist so eine Fortführung von den Logic Theories. Das sind die gleichen Leute. Die haben das also weiterentwickelt, diese Sachen. Und waren damit dann imstande, Russell Whiteheads Principia Mathematica, das ist so ein Mathebuch, ja, da konnten die also einige der Probleme, konnten die automatisch Beweise drin finden, ja. Also automatisch für so harte Mathematik konnten die Beweise finden und fanden es insbesondere am tollsten, dass es sogar für einzelne Sachen schönere Beweise gab am Ende, als die Russell und Whitehead aufgeschrieben hatten, ja. Das ist faszinierend. Das setzt natürlich Fantasie frei. Wir befinden uns, da sind wir auch 1969, der Film Odyssee 2001, Odyssee im Weltraum. Schauen Sie mal, das ist so ein Film, der ist inspiriert so aus diesen Golden Years, wo man denkt, so mit KI ist alles möglich. Wir haben irgendwann die Artificial General Intelligence. Und insbesondere auch ELIZA. Jetzt versuche ich das mal noch zu visualisieren, so ein bisschen, dieses erste Slide. Weiß nicht, ob das klappt. Also hier ist der Zeitstrahl. Und hier ist 1950. Ja, jetzt wollen wir das mal einigermaßen hinkriegen. 1970, 1980. Und hier sind wir jetzt. Ne? So, dann versuchen wir das mal so zu visualisieren, wie das jetzt hier ist. Birth of geht halt langsam los. Dann gibt es diese goldenen Jahre bis hier. Das heißt, es geht jetzt hier irgendwie so geht's ab. Ja? Und zwischendurch sind wir noch auf dem Mond gelandet. Ja? Ist alles möglich. Ja, das heißt, alles super, geht weiter, AI is coming und so, in 10 Jahren schlagen wir den Weltmeister im Schach. So ist es aber nicht gekommen, sondern es ist anders gekommen. Es ging danach erstmal wieder rapide bergab. Und zwar kam der erste AI-Winter. Ja, der steht jetzt hier von 1974 bis 1980 und das heißt, hier geht es plötzlich wieder runter. Warum ging es wieder runter? Weil halt riesige Versprechungen gemacht wurden, ja, die dann alle nicht gehalten worden sind. Diese Golden Years hatten alle fantastische, tolle Toy-Projekte, ja, wie so ein paar Mathe-Probleme lösen oder dies oder das. Aber sobald man sie auf realistisch große Probleme losgelassen hat, gab es eine sogenannte Combinatorial Explosion. Das heißt, es gibt einfach viel zu viele Möglichkeiten. Und man kann das zwar mit Logik beschreiben. Und im Prinzip geht das, aber man braucht einen Computer, der so groß ist wie das Universum oder sowas, damit das Ding funktioniert. Das heißt also, die Versprechungen der Anfangsjahre konnten nicht eingehalten werden. Und entsprechend wird das Funding dann wieder zurückgeschnitten. Und dann ist halt wieder vorbei. Ja? Und da gibt es diesen Lighthouse Report, da gibt es auch so eine BBC-Sendung auf YouTube, die Sie gucken können, wo John McCarthy dann interviewt wird und darüber spricht und über den Lighthouse Report. Dann gab es eine andere Sache, die Sache so ein bisschen gestoppt hat. Es gab von Marvin Minsky und Seymour Papert, das ist also der Behavioral Psychologist, soweit ich weiß, hat ein Buch geschrieben, Perceptrons. Perceptrons, das ist diese Connection, ist diese neuronalen Netze. Und er hat so ein bisschen gezeigt, mathematisch, Limitations davon, was sie also nicht können und niemals können würden. Und dadurch ist das Interesse an diesen Techniken auch völlig runtergegangen. Ja, also es sind neuronale Netze, wie wir sie heute auch haben. Aber da gab es dieses Buch und da steht irgendwie drin, dass die auf eine bestimmte Art nicht so toll sind. Und dann ging das Interesse runter. Das ist also der erste AI-Winter. Und das Kalte daran, das ist denen deshalb kalt, weil die kein Geld mehr haben. Ja, das heißt also, die können nicht mehr ihre Projekte finanzieren. Aber glücklicherweise gab es ab 1980 bis 87 wieder einen regelrechten Boom. Und es ging wieder nach oben. Und was ist passiert? Im Wesentlichen Expert Systems waren huge business success, ja, Expertensysteme. Was sind Expertensysteme? Ist eine clevere Art, um irgendwie Wissen abzuspeichern. Ja, also früher gab es das auch, wenn Sie ein Druckerproblem hatten, dann sind Sie auf so eine Webseite gegangen, dann wurde als erstes gefragt, steckt denn der Kabel in der Steckdose? Dann haben Sie gesagt, ja. Und dann ging es praktisch in so einem Baum immer weiter. Dann haben Sie schon eine Probeseite ausgedruckt? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Okay, dann gehen Sie mal auf diese Seite, dann wird erklärt, wie es geht. Und dann geht es weiter und man geht durch so einen ganzen Baum, ja, von Möglichkeiten und kann damit aber einen Experten einsparen, ja, weil man sozusagen dieses ganze Expertenwissen daraus extrahiert hat und das ist natürlich auch eine Billion-Dollar-Industry, die man da machen kann. Ja, da gibt es also so Beispiele, wo da Firmen mehrere Millionen Dollar sozusagen pro Jahr gespart haben, dadurch, dass sie Expertensysteme einsetzen. Das war so eine riesige Sache und erfunden hat das Ed Feigenbaum schon 1969 und der hat ein Expertensystem gemacht für Moleküle mit dem Namen Dendril. Ja, da ging es irgendwie um irgendwelche Bindungen oder irgendwelche Sachen müsste man sich nochmal genauer nachlesen. Er hat jedenfalls ein Expertensystem geschrieben, wo man das Expertenwissen über Moleküle sozusagen
in so ein Computerprogramm reingegossen hat. Und das konnte man dann nutzen. Eine tolle Sache war das MySyn, das war so ein Expertensystem für Bluttests. Das hatte also, konnte man dann also als Ärzte benutzen und konnte dann den Bluttest sozusagen mit dem Programm durchsprechen, wo dann gesagt wird, ja, wie ist denn der HB, so und so, wie ist denn das, ah, dann sollten Sie vielleicht nochmal das und das überprüfen. Das heißt, wie so ein Assistent, der noch so ein paar schlaue Tipps gibt. Ist natürlich super, also hat auch einen riesigen Impact. Und außerdem ging es mit den neuronalen Netzen weiter. Da gab es ein Paper von Rummel, Hart und Hinton. Hinton hat gerade so eine Art Nobelpreis bekommen, den Turing Award zusammen mit LeCun und anderen Pionieren des Deep Learnings und diesen Backpropagation-Algorithmus. Das heißt, da ging es also wieder langsam aufwärts, wie wir hier gesehen haben. Dann ging es allerdings wieder den Berg ab. Ja, dann gab es den Second Bus, das war von 87 bis 93. Da ging es also erstmal wieder in den Keller. Ja, was ist da wieder passiert? Im Wesentlichen, das ist so der typische Schweinezyklus von solchen Business-Ideen. Expertensysteme waren dann irgendwann auch nicht mehr so toll und man hat zwar ein paar Erfolge damit gefeiert, aber also alle Fantasien des Investments sozusagen wurden dann auch nicht erfüllt und dann waren vielleicht ein paar Firmen überbewertet, die vielleicht doch nicht so toll sind und entsprechend ist das Ganze wieder eingebrochen und das Funding ist wieder sozusagen gestoppt worden in diesem Bereich. Es wurden wohl ein paar Probleme gelöst, aber längst nicht so viele, wie man dann gehofft hat in so einer Euphorie. Gut. Das heißt, die erste kommerzielle Welle von der AI, die Expertensysteme war sozusagen das erste kommerziell erfolgreiche Produkt von der AI, sozusagen war wieder vorbei. Aber der AI-Research ging immer weiter. Ja, auch an anderen Departments, Physiker haben sich da auch immer für interessiert, Mathematikerinnen und so weiter. Das ging halt weiter, nur idealerweise während des Winters nennt man seine Forschung nicht AI, sondern man nennt das irgendwie anders, sonst kriegt man kein Funding. Ja, das ist halt so. Und dann geht es weiter, 1993 bis 2011, mit einem großen Erfolg, dass man sozusagen den Schachweltmeister schlägt. Das ist wirklich was Besonderes, ja. Also das ist toll. Es geht also hier weiter aufwärts, wieder nach oben. Der Schachweltmeister wurde geschlagen. Außerdem hat noch so eine andere Technologie von IBM, so eine wissensbasierte, so eine Knowledge Representation, so ein System, hat in Jeopardy gewonnen. Jeopardy ist so eine amerikanische Quizshow, wo man irgendwann der Antwort da stehen hat, dann muss man die Frage formulieren. Das ist ein bisschen umgedreht. Letztendlich ist es eine Quizshow, wo Sie die Antwort wissen müssen. Und was heißt das jetzt, IBM Watson gewinnt da? Naja, bei diesen Jeopardy-Shows, da gibt es dann halt diese All-Time-Champions, da gibt es dann halt so ein paar Leute, die diese Show mehrfach gewonnen haben und die unschlagbar sind sozusagen. Und die sind dann sozusagen gegen diesen IBM Watson angetreten. Das muss man sich wirklich dann auch wie eine Game-Show vorstellen. Der Rechner bekommt die Frage und muss dann am schnellsten auf den Buzzer draufhauen. Das heißt, er darf jetzt nicht eine Stunde lang rechnen, sondern er muss in Echtzeit die Antwort generieren sozusagen und hat dann gegen diese Menschen gewonnen. Und das war auch ein Meilenstein insofern für Knowledge Retrieval aus so riesigen Databases, wie man also viel Wissen, was da halt abgespeichert ist. Natürlich kann man alles abspeichern. Die Frage ist, kann ich auch so richtig schnell an diese Sachen rankommen? Ja, und IBM verkauft diese Technologie auch für andere Bereiche mittlerweile. Dann gab es Bayesian Networks, Decision Theory, weitere neue Entwicklungen. Der Bereich des Machine Learnings wurde immer größer. Ja, die neuronalen Netze, die hießen dann irgendwann Machine Learning und wurden phasenweise auch ersetzt durch sogenannte Kernmethoden und Support-Vektormaschinen. Das waren dann irgendwie so neumodische Sachen, die technisch irgendwelche Vorteile so hatten, ja, und auch besser funktioniert haben zu dem Zeitpunkt als neuronale Netze. Ja, zumindest waren sie einfacher handhabbar. Und Data Mining, Speech Recognition, all diese Sachen wurden damals weiterentwickelt, aber man hat es typischerweise nicht AI genannt. Ja. Also ich habe damals dann nur eine Vorlesung über Machine Learning gehört, die hieß jetzt dann nicht AI oder so. Oder auch in der Forschung, was man so gemacht hat, man hat sich nicht gesagt, hier, wir machen einen neuen Antrag, Forschungseintrag, wir machen jetzt KI und dies oder sowas. Das würde nicht gefundet werden. Ja. Das ist also das falsche Wort, das darf man nicht benutzen. Damals war das jedenfalls das Wort, was man nicht benutzen darf. Weiter geht 2011, Deep Learning and Big Data. Ja? Was passiert? Wir haben die alten Methoden, wir haben zum Glück die alten Ideen abgeheftet und können nochmal nachgucken, wie das ging in den 80er Jahren mit den neuronalen Netzen, weil jetzt haben wir schnellere Computer und wir haben mehr Daten. Und siehe da, plötzlich funktioniert alles. Ja, plötzlich kann man Bilder erkennen, dieses ImageNet ist so eine Challenge, wo man eine Billion Bilder hat sozusagen, in 1000 verschiedenen Klassen, ja, da ist dann nicht nur eine Hundesorte drin, sondern da ist jede Hundesorte nochmal aufgesplittet in ganz viele. Das ist sowas wie WordNet, was Sie vielleicht kennen, wenn Sie in den Geisteswissenschaften sind, für Bilder. Und
Das Problem wurde sozusagen angegangen, auch mit Computern, und es wurde mit Deep Learning sozusagen da riesige Fortschritte gemacht in diesem Bereich. Speech Recognition kennen Sie alle, funktioniert jetzt einfach ziemlich gut, ja? Und es basiert halt auf diese neuen Technologien. AlphaGo schlägt Lee Sedol. Lee Sedol ist so eine Art Weltmeister im Go. Und Go war sozusagen ein Spiel, was einen viel größeren Verzweigungsgrad hat als Schach. Ist es auch immer noch. Und es schien so, mit einem Deep Blue-Algorithmus sozusagen kommt man da nicht zu Rande. Aber der AlphaGo-Algorithmus, der ist schlauer, der macht das geschickter. Ja, und der kann das. AlphaStar schlägt außerdem noch StarCraft 2. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber Sie wissen bestimmt, was das ist. Das ist sozusagen ein Multiplayer-Spiel mit sehr tiefsinnigen Strategien. Ja, das ist also schon wirklich kompliziert. Und da in Echtzeit einen Computer zu programmieren, der dann gegen ein Team von Menschen spielt und gewinnt, also ich habe mich von meinen Studenten überzeugen lassen, dass es ziemlich cool ist. Ja. Und es läuft wieder unheimlich viel Geld in AI. Ja, wenn Sie jetzt einen Forschungsantrag stellen, muss unbedingt das Wort AI vorkommen. Ja, unbedingt. Ja, dann haben Sie super Chancen. Können Sie noch alles nachlesen. Das heißt, es geht also hier so weiter nach oben. Ja, wir befinden uns jetzt hier und die Tafel hat gar nicht genug Platz. Aber Sie können ja diese Kurve extrapolieren, wie es weitergeht. Ja? Also irgendwann ist das alles wieder zu viele Versprechungen gewesen und dann geht das Ganze wieder runter. Das ist halt so ein Auf und Ab. Ja?